Was ist Kunst für dich? Ja, wie schon etliche Leute vor mir gesagt haben, Kunst ist eine Sache, die ist schwer zu erklären. Sie wächst aus dem potenziellen Künstler oder Künstlerin heraus, aus vielen verschiedenen Umständen. Einige versuchen sich durch ihre Kunst selber zu therapieren, weil sie psychisch und physisch gehandicapt sind. Ich kenne einen Asiaten, der das zum Beispiel sehr gut beherrscht. Sik Lee nennt er sich, aus Berlin, ursprünglich aus Korea, der einen schweren Unfall hatte, der über seine Malerei sich über sein Handicap hinaus entwickelt hat. Für mich persönlich ist Kunst eigentlich etwas, um mir meine Freiheit zu erhalten. Meine Freiheit im Leben und natürlich die Freiheit im Beruf, weil man ja doch sehr uneingeschränkt etwas herstellen kann, ohne von oben beaufsichtigt zu werden und gesagt zu bekommen, da gehört die Schraube aber hin und das musst du so anmalen, sondern als Künstler hat man, glaube ich, noch mehr als Literat oder Musiker, der sich ja Schriftzeichen und Noten bedienen muss, die Freiheit mit Pinsel und mit allen möglichen Medien Farbe aufzutragen oder etwas herzustellen. Das heißt, für mich hat Kunst die Hauptbedeutung, eben frei zu sein, die Fantasie auszuleben und nachher ein Produkt zu sehen, was man wirklich, was die eigene Kreativität produziert hat und natürlich auch die Spannung, wenn man dieses Produkt nachher der Öffentlichkeit vorstellt. Man ist ja da auch sehr angreifbar und jeder Künstler ist natürlich auch in gewisser Weise sehr egozentrisch, das heißt sehr verletzbar, wenn es denn Kritik hageln sollte. Also Kunst ist für mich Gehirn durch Herz, heißt Freiheit. Heißt es, dich interessiert auch die Flexibilität, die Vielzahl der Möglichkeiten, die du hast, um dich auf verschiedensten Weisen auszudrücken? Exakt. Also wie gesagt, ich bin nicht beschränkt auf das Alphabet oder auf Notenpartituren, sondern ich kann, was ich ja selber eben auch tue, ich bin ja kein Maler, meine Berufsbezeichnung ist ja Bild- und Objektkonstrukteur, das heißt, da fließen unheimlich viele unterschiedliche Medien hinein, auch natürlich Literatur, auch Musik, aber hauptsächlich gestalte ich mit sehr vielen Materialien meine Kunst, meine Objekte, meine Bilder und das gibt mir ein hohes Quantum an Freiheit. Wie bist du zur Kunst gekommen? Ich glaube, Kunst ist eine Sache, die, also wenn es zur authentischen Kunst kommt, kann man sie, glaube ich, nicht erlernen. Also da nützt auch das beste Studium nichts, bei den besten Professoren weltweit, wenn nicht dieser künstlerische, göttliche Funken in einen gepflanzt oder in die Genen gepflanzt wurden von einer höheren Macht. Das habe ich für mich sehr früh erkannt und wurden auch von meinen Eltern und von meinen Lehrern erkannt und die haben mich dort immer sehr unterstützt. Und ich glaube, Kunst sollte man nicht so sehen als Priorität, als Broterwerb, sondern Kunst sollte man in erster Linie sehen, um etwas aus sich herauszuholen, was tief in einem verborgen ist und was es lohnt umzusetzen, um es nachher eben auch präsentieren zu können. Es nützt nichts, immer nur irgendwelche Stillleben zu malen im stillen Kämmerlein. Das ist nicht das, was wirklich die Öffentlichkeit interessiert. Interessiert ist das, dass du in der Lage bist, als Künstlerin oder Künstler, Sachen, die in dir schlummern, eben auch so umzusetzen, dass es für die Allgemeinheit auch
interessant wird, ne? Dass die daraus auch was ziehen können. Du meinst also, Kunst ist nichts ohne sein Publikum? Ja, ich glaube, Kunst wird schwerpunktmäßig ja durch Publikum beurteilt. Also es gibt ja namenlos viele Künstler, die in Anführungsstrichen nicht anerkannt sind, weil sie vielleicht einerseits durch ihre Kunst nicht in der Lage sind, die Öffentlichkeit zu erreichen, andererseits durch ihre künstlerische Persönlichkeit nicht in der Lage sind, die Öffentlichkeit zu erreichen, weil Kunst zu vermarkten ist immer ein Teil die Kunst selber, die man herstellt, und der andere Teil die künstlerische Persönlichkeit, die man darstellt, weil man ja auch als Verkäufer natürlich auch interessant sein muss. Wenn man da eine graue Maus ist, kann das auch funktionieren. Es ist aber erheblich schwerer, sich auf dem Kunstmarkt zu behaupten.